Herzlich willkommen zurück zu unserer Videoreihe Herzgesunde Ernährung. Und ich bin heute wieder bei Renate Xmeier, unserer Expertin für gesunde Ernährung. Und Frau Xmeier, was haben Sie heute vor, für unsere Zuschauer zu zaubern? Ich dachte, in unserer Videoreihe wird es Zeit, dass wir uns mal ein Dessert zubereiten, denn zu einem guten Essen gehört für mich eigentlich immer ein Dessert. Ich habe eine Joghurtmousse ausgewählt und wir machen die ganz einfach. Wir stellen mal die Waage oder die Schüssel gleich auf die Waage und dann bräuchten wir 150 Gramm Joghurt und 150 Gramm saure Sahne mischen wir. Wie gesagt, einfach wie immer, wenn Sie nur Joghurt haben und keine saure Sahne, dann nehmen Sie halt nur Joghurt. Die saure Sahne hat ein bisschen einen höheren Fettanteil noch, hat noch ein bisschen eine andere Konsistenz und bringt noch einen guten Geschmack mit rein. Genau, das kann. Wenn ein bisschen mehr drin ist, ist es egal. Und dann machen wir 150 davon. Sie können das immer gleich in der Schüssel machen, das ist ideal. Dann brauchen Sie dann nicht 5 verschiedene Gefäße. Wenn die Frau Kühl mit Wiegen fertig ist, dann wiege ich meine. Perfekt. So? Dann wiege ich meine 50 Gramm Zucker rein. Wie gesagt, man kann auch etwas weniger nehmen. Passt auch. Zitronensaft gehört noch mit rein. Ungefähr, ja, je nachdem, wie sauer Sie es mögen. Natürlich, wenn Sie weniger Zitronensaft nehmen, brauchen Sie auch weniger Zucker. Einfach vom Geschmack her. Aber ich nehme immer so einen Löffel ungefähr rein. Und das Ganze wird angedickt mit Gelatine. Okay. Die Gelatine habe ich schon mal eingeweicht. Gelatine immer im kalten Wasser einweichen. Die ist schon lange genug geweicht. Die werde ich jetzt abgießen. Und Sie können in der Zwischenzeit schon mal das hier alles verrühren. Brauchen wir die Waage noch? Die Waage brauchen wir nicht mehr. Dann tue ich die mal auf Seite. Perfekt. Schaut schon gut aus. Gelatine auflösen, gerade wenn sie in so kalte Speisen reinkommt, geht am allereinfachsten in der Mikrowelle. Okay. Man darf nur nicht auf höchste Stufe die Mikrowelle einstellen. Stellt immer so auf 350 Watt, sagt man. Also das ist bei vielen Mikrowellen die halbe, 50% der Leistung. Und dann sagt man pro Blatt 5 Sekunden. Okay. Das mache ich da hinten mal. Da kann man es kontrollieren und dann zieht man weiter. Ob man noch eventuell was nachzieht. Und schon ist die Gelatine aufgelöst, kurz und schmerzlos. Und was jetzt für mich immer das Leichtere und was das Entscheidende ist, wenn ich jetzt versuche, die aufgelöste Gelatine in dieses Kalte reinzugehen, da entstehen sehr schnell diese Gummibärchen, weil die Gelatine sehr schnell abkühlt. Drum nehme ich immer ausreichend von der kalten Flüssigkeit erstmal hier rein und rühre das glatt. Und das nicht nur, das ist der Temperaturausgleich, aber nicht nur einen Löffel, wie es oft empfohlen ist, sondern manchmal bis fast alles drunter ist. Man sieht, es rührt sich schön glatt. Ich gebe noch einen Löffel rein, weil es im Prinzip egal ist, wie ich es vermische. Es kommt hier am Schluss alles zusammen, aber je mehr ich von dem Kalten hier in diese Gelatine rein habe, umso sicherer bin ich mir, dass es glatt ist und dass es eben keine Gummibärchen gibt. Schaut gut aus. Ich denke, das schaut ganz gut aus. Und wenn man sich wirklich unsicher ist, dann nimmt man halt die Schüssel hier dementsprechend groß und gibt alles Kalte nach und nach zur Gelatine. Aber ich glaube, hier können wir jetzt sie rühren. Ja. Ich gieße ein. Und rühren am besten immer ins Kalte ein. Einlaufen lassen. Und auch hier ist mir wichtig, dass wir nochmal den Teigschaber nehmen und nacharbeiten. Ja. Denn wenn man sieht, was jetzt hier noch rauskommt, das ist manchmal schnell ein halbes Blatt, was einem da so an der Seite noch hängen bleibt. Ja, nachdem es eine kalte Flüssigkeit ist, wird es relativ schnell anfangen zu gelieren. Wir können jetzt hier schon die Sahne drunter geben. Kommt geschlagene Sahne noch dazu, die habe ich schon vorbereitet. Auch hier ist wieder unabhängig oder abhängig von dem, wie viel man haben möchte. Aber die Sahne macht halt jetzt dieses Mousige bei unserem Rezept. Wir machen ja eine Joghurtmousse und keine Joghurtcreme. Da muss man, damit es luftig bleibt, etwas genau unterheben mehr. Und wenn man kreisrund rührt, geht die Luft aus der Sahne wieder raus. Das wollen wir ja nicht. Genau. Ja. Ich glaube, einen Löffel geben wir noch rein.
Dann füllen wir es uns hier in die Glasschüssel um, wenn es soweit ist. Und stellen es kalt. Und anrichten wollen wir sie dann, wenn sie durchgesteift ist, auf Beerenpüree. Ja. Schaut einfach immer gut aus. Und wir haben die Möglichkeit, unseren Obstkonsum noch zu steigern. Gerade die roten Früchte, die wir jetzt im Sommer haben, stecken voller Vitamine, voller gesunder, sekundärer Pflanzenstoffe, die unserem ganzen Körper, unserem Wohlbefinden so gut tun. Und ja, man muss dann nicht so viel von der Joghurtmousse haben, sondern mehr von den Beeren. Und das ist auch eine feine Geschichte. Ich nehme den ganz zum Nachkratzen immer. Mhm. So. Genau, da kommt noch mal eine gute Ladung raus. Genau. Man kann es natürlich auch in kleine Gläschen portionieren, aber es geht auch so, wenn man, ich richte es dann gern in einem tiefen Teller an, damit ausreichend von dem Püree drinnen sein kann und dass man weniger von der Frucht, von der Joghurtmousse braucht. Ich stelle sie kalt und dann sehen wir weiter. Also, jetzt gucken wir mal, ob unsere Joghurtmousse schon fest geworden ist. Dauert ja nicht lange. Oh, wunderbar, fest ist sie. Super. Und jetzt schauen wir mal, wie wir sie anrichten können. Ich habe hier Erdbeeren schon mal püriert. Das, so Erdbeerpüree einfach unten in den Teller rein. Das geht immer und man glaubt es immer gar nicht, wenn man Erdbeeren püriert. Das ist jetzt dann sind vielleicht 200 Gramm Erdbeeren. Okay. Dann kommt man gar nicht drauf und isst sie vielleicht so auch gar nicht. Und auch ältere Menschen, die einfach auch nicht mehr gut beißen können oder kauen können, haben manchmal ein Problem. So, in den anderen Teller machen wir die Brombeeren rein. Und die Brombeeren haben ja sehr oft diese Kerne, die sehr unangenehm sind. Darum gebe ich die immer hier durch meinen Durchschlag durch. Dann kommt unten ein wunderbares Fruchtmus raus. Und die Kerne, die ja oft in den Zähnen hängen bleiben, sind am Schluss übrig. Es ist ganz unterschiedlich bei den, auch die Himbeeren haben relativ harte Kerne. Bei den Erdbeeren spürt man es ja überhaupt nicht, da können sie gut mit drinnen bleiben. Mhm. Also man sieht, möchten Sie noch mal kurz ich halten? Halte. Ja. Man braucht doch relativ viel Frucht und geht, glaube ich, mit dem leichter, wenn man den Teigscheiber nimmt, da kann ich es immer besser durchdrücken damit. Jetzt kommt unten was raus. Also ein sattes, dunkles Rot. Mhm. Man sieht, Brombeeren sind etwas aufwendiger, aber natürlich ganz toll im Geschmack. Was auch geht, dass man es mit ganz normalen Beeren anrichtet, dass man eine fertige Erdbeere dazu nimmt oder fertige Heidelbeeren. Aber ich finde dieses Rot unten dran einfach ganz prima. Ich nehme hier einen Löffel im warmen Wasser und steche hier so einfach Nocken ab. Die kann man hier drauflegen. Dann sind wir auch mit der Menge der Mousse relativ gering. Gebe es immer mal rüber. Und dann würde ich es gerne noch mit ein bisschen frischer Zitronenmelisse oder auch mit etwas schwierig, dass es kommt, aber es hat, denke ich schon. Aber es hat funktioniert. Hat alles funktioniert. Ja. Mit frischer Minze garnieren, schaut einfach nochmal toll aus. Ja. Und so haben wir unser frisches Obst einfach auch mal auf andere Art und Weise. Ja, vielleicht, ich will nicht sagen, es ist langweilig, Erdbeeren zu essen, aber gerade bei den Brombeeren sehe ich das Problem, dass man die halt nicht einfach so vom Strauch runter isst. Ja. Und das ist so, einfach roh aufgemixt, hat man die meisten positiven Stoffe noch drinnen, hat man noch erhalten. Und wenn die Kerne entfernt sind, ist es eigentlich für jeden gut zu essen, bleibt einem nichts zwischen den Zähnen hängen und man hat einfach noch einen wunderbaren, süßen Essensabschluss. Wenn Sie sich noch für andere Rezepte interessieren, herzgesund kochen, die finden Sie in unserer Videoreihe. Wir werden auch eine Videoreihe zum Thema Osteoporose machen. Vielleicht interessiert Sie das auch. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns da wieder besuchen würden. Ruckzuck haben wir ein schönes Dessert für Sie gezaubert. Jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, wir wünschen Ihnen einen guten Appetit.